Hallo und herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Wir sind gerade in der Festung Galahad und ja, wir haben, ich glaube, den Aether-Hochofen abgeschaltet in der letzten Folge. Und jetzt müssen wir uns dort vorbeiarbeiten. Wir haben dort zwei 54er Zugführer, zwei 53er Offensivwachen und ein 55er einzigartigen Gegner, Glorien-Juron. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal kurz. Ja. Klappt schon mal ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob wir die auch alle auf einmal platt machen könnten. Komm. Wie Ricky gerade drum herum gerannt ist. So, erledigt. Ist hier was? Egal. We can't lose. I expect nothing short of our very best. Psychics, try hard. Oh. Was ist denn mit dem Rest? Der kommt gar nicht dazu. Ah, doch. Jetzt. Zauberung. Machen wir den Zugführer erstmal platt. Oh. Das war ein bisschen zu spät. So, der ist down. Oh oh, oh oh. Okay. Wir machen jetzt direkt erstmal Heal. Melia, Heal. Hat sie gerade ein Element? Die hat gerade kein Element. Oh. So, und jetzt können wir Presser machen. Komm hier, heiß, heiß. Für einen Schock. Wobei, hier. Alter, das war jetzt böse. Nice. Und direkt die nächste. Sollen wir diesmal mit Backslash an? Von vorne. Manifest yourself. None can oppose us. Perfect. Now I can there is strength in the but Ricky worth 100 knock-on. Summon fight! Oh, smash him up! Just what I needed. Summon fight! Shadow Eye! Oh, thanks. Und ciao. Und was drin? Hurrikanschuss, Schlaglanze Sildra. X-Kolben. Ja, noch mehr Aether-Station. Nehmen wir alles mit.
Okay. Ich gucke mal nach vorne, ob da nochmal Sammel-Items sind. Nö. Nö, keine keine Sammel-Items. Soweit auch alles aufgedeckt. Wobei ich glaube sogar, wenn man alle Reisepunkte entdeckt, wird die Karte automatisch komplett aufgedeckt. Nur mal kurz gucken, was wir an Zeug so bekommen haben. Sternschmuck ist neu. Sternrüstung ist neu. Die hat einfach nur... Könnte die halt sockeln im Vergleich zu dem anderen Zeug. Klingenstulpen haben Stärke. Sternleggings. Da habe ich sogar nicht mal was Neues bekommen. Fischspeiser. Wolkenstab, auch kein neuer Sockel oder so. Sehr mager. Sehr, sehr mager. Oh, die Knöchelramme, die ist auch nicht gut. Weil hier habe ich 3 Sockel. Ja. Ich bin enttäuscht. Einfach nichts. Einfach nichts Gutes dabei. Hier, der Hurrikanschuss. Der ist gut. Na, dann halt nicht. Satz war nix, war wohl nix. Es geht weiter. Wartungsraum sind wir jetzt. Okay, runter geht's. Ciao, Melia. Ach du Scheiße. Oha. Oha. 4 Stück von denen. Das, Shulk, is that? Spear ones! Loads and loads of Spear Mekon! Und dann auch noch ein Alarm, das. Was ist denn das? It's Fiora! Oh oh. Du brauchst Zeit, um Fiora zu überzeugen. Besiege die Mekon in der Nähe, ohne dass Fiora dabei zu Schaden kommt. Zerstöre die Mekon, die Fiora verteidigen. Gesichtsnemesis. Hier. Während des Kampfes kann man ja wohl die Facecam machen. So, den haben wir down. Weiter. This is the Monado's power. Oh, sorry, aus Versehen Fiora aufgetroffen. Kann er sich nicht entscheiden oder was? Ach, Panik. Ach, das ist die Panik, die dafür sorgt. Okay.
Jetzt Zeit, um mit Fiora zu sprechen. Stop! Don't you recognize Shulk? Fiora! Fiora, please! Don't you remember us at all? It's no use! Everyone, it's time to retreat! Got it! Understood. Move, Shulk! Was ist denn jetzt los? You all right? Yeah. I think so. What do we do now, Shulk? We ain't gonna last long here. Fiora! Try and remember! It's us! I pity you. Without the power of that sword, I doubt you would ever have made it this far. Apocrypha, activate. What is... Apokryphen? Ah! Wait! What's going on? What's happened to the Monado? Look out! Shulk! Ow. I'm... okay. Shulk, wait here! Oh, die Musik. Fiora! Stop this right now! How could you? Shulk came here to save you! Die zittert. Do you hear me? Fiora! You must run. Fiora! Fiora! Or whoever you are. Please, run! The machine is not under my control. Not under your control? Is it him? Most surprising. I admit, I never expected such resistance to becoming a fate. Egil! Fiora! What have you done to her? From the moment of their creation, all Mekon are mine to control. Should a passenger defy me, I force it to obey. Why make Homs into Mekon? Why are you making them attack Bionis? If you wish to know, you have only to submit yourself to me. All will become clear when you attack Bionis with a new body born of Mekonis. Never! Who would ever submit to you? Forget about him. We have to get out of here. But what about Fiora? If we die here today, she will be... She will be lost forever. Choose. I have rendered the Monado useless. You have no hope of victory or escape. You chunk of scrap! So it was you who did that to the Monado! The Monado is a tool that regulates the waves of the very ether from which the world is formed. Therefore, it can be counteracted simply by releasing opposing waves. But how can you? The questions end here. Hand over the Monado. After all, it is no longer of use to you. Never! If the Monado really is powerless, then why would you want it for yourself? I will never give it to you. Never! Then make your choice.
Alter, jetzt auch noch gegen den kämpfen. Alter Verwalter, was ist da los? Nee, nicht Gesicht mehr. Ich wollte den angreifen. Und, Mist, ich kann keine Monado-Skills einsetzen. What the fuck? Keine Monado-Skills, ey. Königsbrecher. Wow, alle umgeworfen. Ich glaub's ja. Hör mal auf hier mit dem Erdbeben. Was ist da los? Ich krieg den ja auch nicht umgeworfen, ne? Ich kann nur auf maximal Schaden versuchen. Panik? Sir? Also, die hat nicht mal Elemente gerufen. Was ist da los? Witness my true power. None can oppose us. Perfect. Das war nicht perfekt. Okay. Ein Viertel oder so konnte ich ihm abziehen oder so. Oh, der Track. That boy is at risk. Shulk, don't let him die. Help Shulk. Help them. Who are you? This is the end. Oh, Gänsehaut. Heir to the Monado. Whoever you are, please lend me your strength. I won't let you do this. Fiora! How dare you defy me? Worthless machine! Fiora! Thank you. No matter how much you yearn for revenge, I will not permit you to have your way. The Monado? But how? Oha. No, stop! Please, survive. Will you die for them? Alter, das ist so wieder so eine Gänsehautszene. Not good. Let's get out of here. Kann Fiora einfach.
phase. No, that is not possible. It cannot be. Oha. Oha. The fortress has collapsed? What of Melia? And Shulk? The observation was based solely on long-range intelligence. We cannot be any more specific. Ugh. You don't need to worry about them. But... Take it easy. I've got a pretty good idea where they are. If you're gonna attack, you better do it now. Their fortress ain't completely destroyed. Or do we just sit here and wait to die? Shall I perform the divination ritual now? Forgive me, Seer. That will not be necessary. From now on, we will seize our destiny with our own hands. We don't need to see the future. Sein Schicksal in die eigene Hand. The forces are on their way. No doubt about it. I like the look in your eye there, lad. It's time. This is war. Oh Mann, ey. Ich glaube, in Xenoblade Chronicles haben die Kapitel gar keine Nummerierung, sondern es ist so, jedes Mal, wenn da steht, ein Spielfortschritt speichern, ist es so, als wäre das ein Kapitel zu Ende. Alter, ey, was für Geschehnisse. Das ist mein vierter Spieldurchlauf, ich sag's immer wieder, aber trotzdem... Ich krieg bei solchen Szenen immer wieder Gänsehaut und das ist jetzt, da ist gerade so viel passiert in der Festung Galahad, so viel, was nicht eindeutig gezeigt wurde, also es wurde gezeigt, aber nicht eindeutig bestätigt, ja. Okay, ich glaube, für heute ist das genug mit der Folge, auch wenn die ein bisschen kürzer ist. Die nächste Folge machen wir mit Story weiter. Ich werde jetzt nicht irgendwie Nebenquest oder sowas machen. Keine Angst, wir machen direkt in der nächsten Folge weiter mit der Story. Danke wie immer fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Mich wird besonders jetzt interessieren, bevor ihr die nächste Folge seht, was ihr jetzt denkt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Ciao.